ist Pflicht, ne? Ja, ja, ist klar, ist Pflicht. Ja. Machst du eigentlich nur noch Entertainment oder bist du tatsächlich auch noch als Profiler tätig? So als, als Kriminalbiologe, ja. Nee, ich habe viele Fälle zwischendurch, aber für dich nehme ich mir natürlich gerne Zeit. Ja. Das ist ja klar. Ne? Okay, weil es ist ja. mir ist es immer schwer verständlich, dass man sozusagen auf seitens der, der Rechtsprechung auf Leute wie dich vertraut. Tja, also das ist wohl eher... Oder gibt es da keine Vorbehalte, so, dass sie sagen, guck mal hier, der Tätowierte, was will der denn hier? Doch, das kann schon mal sein, dass es Vorbehalte gibt, aber bei uns kommt es am Ende des Tages ja nur darauf an, dass man quasi die Wahrheit feststellen kann und ja. Dann ist es auch jod, also so ist das nicht so problematisch, glaube ich. So, ja. Du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt, das knallt dem Frosch die Locken weg. Ja, ganz ein, genau. Ein Buch mit Experimenten, die aus deinem Arbeitsalltag kommen? Genau, das sind Experimente, die habe ich teilweise als Kind schon gerne gemacht. Die sind mir so eingefallen. Und bei uns geht es immer darum, die einfachste Lösung erstmal zu verstehen. Bevor das Komplizierte kommt, so wer war wann, wo, wie, warum und hat was gemacht, muss man erstmal die Grundlagen verstehen. Und das kann man am besten, indem man ein paar kleine Experimente macht, die eben simpel sind und die man einfach mal ausprobieren kann. Ja, sollen wir einfach eins machen? Absolut. Okay, okay, dann fangen wir mal mit einem an. Brauche ich eine Experimentebrille? Nein. Nee, nee, überhaupt nicht. Also das ist ja extra für Kinder. Die haben, der Verlag... der Verlag hat wirklich was rausgestrichen, nämlich den Bau einer Atombombe und LSD-Synthese wurde gestrichen aus dem Buch. LSD-Synthese, weißt du, wie das geht? Ja, weiß ich, aber ich habe mal gedacht, ups, die Kinder kommen ja eh nicht an die Materialien dran, ist also relativ egal. Oh. Das ist, doch, mach ruhig. Das ist der Zauberstab, ja. Jetzt passiert was, oder was? Genau, wir kippen jetzt hier, kippen wir Pflanzenblütenstaub rein. Lycopodium. Lycopodium. Blütenstaub. Blütenstaub, kippen wir einfach rein, gucken wir, ob der was Zauberhaftes kann, weil du hast jetzt ja schon gezaubert. Jetzt passiert da was, muss man Bist du bereit? Nee, nee, passiert nichts Schlimmes. Das ist Blütenstaub, reiner Blütenstaub. Das ist reiner Blütenstaub. Nichts für Allergiker. Ja, aber ich glaube, dagegen ist kaum jemand allergisch. Ja. Kommt man normalerweise nicht in Berührung. Jetzt komm. Willst du es ausprobieren oder soll Was passiert denn jetzt? Knallt was? Nee, du kannst deine Hand reintauchen. Und dann? Und dann kommt die Hand wieder raus und ist immer noch trocken, obwohl du sie in Wasser getaucht hast. Und da ist nichts anderes dran? Da ist nichts anderes dran, keine Sorge. Das ist nur Blütenstaub? Ist nur Blütenstaub. Ganz rein? Nö, nur so bis zur Hälfte, so ein paar Finger oder so ein bisschen ganz langsam. So, siehst du? Sehen geil aus, deine Finger. Ich weiß nicht, kannst du es sehen? Da. Finger sind. Hier, oh. Super, oder? Und das geht nur mit Blütenstaub? Ja, das geht mit Blütenstaub sehr gut. Man kann sogar... Das ist das Zeug, was im Frühjahr gerne mal dann auf den Autos drauf liegt und so? Ja, das kann sein. Es wird auch als bei Kondomen benutzt, damit die nicht zusammenkleben, wenn die aufgerollt sind. Ja, ah, okay. Genau. Das kann man auch mit Papier machen, wo man mit Tinte was draufschreibt. Die taucht man dann ein und dann ist die Tinte immer crazy. Noch sichtbar. Mega crazy. Und jetzt kommt das... Crazy. Jetzt kommt das... Es wird kalt wie im Wasser, ja. Aber es wird nicht nass. Ja, genau. Voll gut, ne? Schäfer, was passiert, wenn man das in ein Schwimmbad komplett damit bedeckt? Wenn man würde in das Wasser springen, könnte schwimmen und wird nicht nass davon? Vielleicht, also das müssen wir mal ausprobieren. Du, ich sehe schon, du bist ein guter Experimentator. Natürlich. Auf jeden Fall. Jetzt können wir ja dasselbe Zeugs mal nehmen. Also das ist wieder, willst du noch mal zaubern? Blütenstaub. Blütenstaub. Und jetzt machen wir... Yeah! Und jetzt... Das ist auch Blütenstaub. Ganz dasselbe, das ist genau dasselbe Zeugs. Jetzt nehmen wir das mal in die Hand und das Tolle ist, das kann eben noch mehr. Also so ist es wie Menschen. Menschen können ja auch vieles. Ja. Und du bist das beste Beispiel. Und jetzt schmeißen wir das einfach hier zum Beispiel mal in ein, Moment, kann man das sehen? Hier in so eine Kerze rein. Ja. Und dann passiert was völlig anderes. Nämlich... Muss ich weggehen? Nee, ist einfach nur, gib nur eine kleine Stichflamme. Gott sei Dank bin ich weggegangen. Willst du auch mal? Das ist Blütenstaub? Das ist Blütenstaub. Brenne ich mich dann? Nee, du musst dir die Hand wegtun. Also so. Und dann geht's in die Hand wegziehen. Man muss die Hand wegtun. Und wenn meine Hand anbrennt, kannst du ja schnell ins Wasser tunken. Gute Idee. Ich probier's mal. Genau, probier's mal mit. Ist das gefährlich? Nee, geht nicht. Nee. Aber es gibt doch nichts mehr. Ich brauch mehr davon, oder was? Ja, du brauchst mehr. Oh. Ja, genau. Oh. Hier, guck mal. Bisschen die Haare abgesenkt. Ja, hier. Das kann passieren. Ja, ich habe die mir weglasern lassen. Das ist ein Geruch, den ich total geil finde, wenn man sich die Haare abbringt. Oder? Weißt du? Ja. Darf ich deine Ansagerin kurz mal entführen? Ja, gerne, gerne. Nina, ne, hieß sie, oder? Wo ist sie? Ja. Ansagerin. Da? Wie heißt Nina. Du? Nina. Willst du mal gerade zu uns kommen? Nina? Weißt du Nina? Ja. Ja, Nina. Nina, Applaus für Nina. Ja. Halt mal fest. Applaus für Nina! Applaus.
Wir probieren jetzt mal was aus. Das ist auch magisch. Also wenn du das Papier verzauberst, dann kann das vielleicht... Man sieht ja nichts auf dem Papier, überhaupt nichts. Ne? Also, ist das mit Feuer? Ja, ist mit Feuer, aber nur mit meinem Indiana-Jones-Feuerzeug versuche ich mal etwas zu machen. Ja. Und zwar, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wir brennen eine kleine Stelle an und du bleibst einfach da stehen. Bleibst einfach stehen und machst nichts. Du bleibst, genau. Im Zweifel springst du hier in das Glas Wasser. Du machst den Zombie und stell dich mal dahin, so, dass das Publikum das sehen kann. Und während der Stefan und ich hier ein bisschen weitermachen, schauen wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja. Aber es ist ein ganz schöner Effekt. Nicht, ne? Also einfach stehen bleiben. Ah, werden wir sehen. Bei Experimenten muss ja nicht immer alles klappen. Ja, okay, verstehe. Wir können in der Zwischenzeit ja noch was Kleines machen. Genau, du bleibst da stehen, nicht weggehen, ne? Genau, bleib da stehen. Wenn es qualmt, ist nicht schlimm. Ja, sieht ganz gut aus bis jetzt. Eine Frage, das ist jetzt eher was, wenn man die Kids ans Spülen... Noch ganz schön, bist du aufgeregt? Nein. Nein, sehr gut. Ein bisschen weiter weg, ich mach gleich ganz, ganz laut einen Knall. Also das ist jetzt eher was Kleines, vielleicht für Jüngere, aber auch für Ältere. Mm. Warum bleibt eigentlich, Moment, ich hole mal gerade Spüli, warum bleibt eigentlich das Geschirr, warum ist Geschirr sauber, wenn man das spült? Also es leuchtet ja eigentlich überhaupt nicht ein, das Wasser ist ja saudreckig und ich tue Geschirr da rein und spüle das ein bisschen und warum kommt vergleichsweise sauber raus? Ja. Das ist sowas, wo man die Kids mal dazu kriegen soll, drüber nachzudenken einfach. Willst du auch mal spülen? Ja. Genau, so. Genau, das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Und gelernt ist gelernt. Und das, also das war was mich als Kind unheimlich erstaunt hat. Und der Grund dafür ist, dass die ganzen Schmutzteilchen von dem Spüli werden die eingekapselt und fallen dann einfach runter ins Spülwasser. Ah, von dem Spülmittel. Von dem Spülmittel. Das ist der Grund. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob das super spannend ist. Ich fand es als Kind jedenfalls spannend. Und ja, ich auch. Weiter, nächstes. Wir können ja mal gucken, was sich da tut. Ah, das ist ja. Ist doch verblüffend, oder? Oh. Das ist aber romantic. Das ist mega romantic. Ja. So, wir warten mal, ob es weitergeht. Damit, jetzt habe ich hier noch eine Schüssel Maden. Was stimmt hier nicht? O.J. Simpson. Der Handschuh passt mir. Du kannst aber so anlassen. Okay. Wenn du möchtest. Hier sind Maden, Schmeißfliegenmaden. Echte Maden, ja. Die sind aus dem Angelladen oder die benutzen manche Menschen, um die auf die Angel zu stecken, um Fisch zu fangen. Das, was sie im Dschungelcamp essen, das ist das. Ja, das sind die, genau. Ja. Und jetzt machen wir das so. Wir tauchen die jetzt einfach mal in verschiedene Farben von Tinte. Wenn ich jetzt ins Wasser werfe, ertrinken die nicht, weil die auch von dem Blütenstaub ummantelt werden, oder? ja, kannst du mal ausprobieren. Das mit Maden darf man Experimente machen, ne? Das ist, oder weil das ist so Tier. Das nee, gehört, nee, Tierschutz gehört das nicht. Nee, ich denke, in der Natur sind die halt auch im Regen. Nee, im Regen einfach. Ja. Also wir tun einfach mal ein paar. Hier rein. In die Farbe. Damit Maden haben keine Lobby, ne? Da regt sich keiner drüber aus. Wenn wir jetzt Robben in die Farbe täten, ne? Aber, dann würden alle durchdrehen. Ja, aber wenn es regnet, also dann... Farben, wenn es Farben regnet. Wenn es Farben regnet. Dann wäre es natürlich auch in der Natur. Biblisch. So, das ist in der Bibel passiert doch sowas. Ja. So, und dann färben wir die jetzt ein bisschen ein. Und jetzt in der Farbe sieht man auch richtig schön, wie die sich bewegen. Total, oder? Ist das aber so Farbe, so eine Lebensmittelfarbe? Oder was? Ja, genau. Das ist ganz normale Tinte, damit die Kinder das auch selber machen können. Ja. Und wenn du willst, kannst du mitmachen oder nicht. Ich frage jetzt, wo kriegt man die Maden her? Die Maden kommen aus dem Angelladen. Also ja, ja, da geht man einfach rein und sagt, ich hätte gerne Schmeißfliegenmaden. Und dann kann man die malen lassen. Also man kann die einfach in die Mitte schmeißen. Und die haben die Eigenschaft, dass sie gerne zur Seite kriechen. Also die kriechen gerne durch die Gegend, vom Licht weg oder zum Licht hin manchmal, aber die hier meistens vom Licht weg. Jetzt wissen die aber nicht, wo das Licht ist. Ja. Deswegen kriechen sie einfach so durch die Gegend. Und dann haben wir ein wunderschönes Kunstwerk, was sich da im Laufe der Zeit entwickelt. Und ihr habt farbige Maden im Studio. Wie lange überlebt so eine Made, wenn die jetzt noch zum Beispiel auf dem Boden klettern? Wie lange kommt die durch? Die gehen in die nächste Ritze rein und verstecken sich dann einfach und verpuppen sich dann und fliegen dann als Fliegen irgendwann hier rum. Also ich denke mal, das Ach so, natürlich, werden Fliegen raus. Genau, da werden Fliegen raus. Ja, das können wir uns dann noch eine Zeit lang angucken. Oh, das ist aber interessant. Und, sehr interessant, ne? Guck mal hier, das ist lustig, die Gelben sind schon was weiter. Ja. Oh. Wow. Man kann auch Wetten abschließen, wenn man möchte, welche Made läuft am weitesten. So. Ja. Oh, guck euch das an. Oh! Oh! Eine Sensation jagt die nächste. Ist das für den Stefan? Ja. Da komm, dann das hast du toll gemacht. Nein, das ist für deinen Ah ja, stimmt, für Freund, den Gast. Ja, genau, für den Thilo. Vielen Dank, hast du toll gemacht. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Tobi? Tobi. Tobi, ja, egal. Das nimm mal nicht so ernst. Zwei Vokale waren richtig. Zwei Vokale und ein Konsonant stimmten. Ja, man kann nicht alles haben. So. Ja, das ist doch schon mal ein schönes Bild. Ich würde es mir an die Wand hängen. Total. Titel: Maden in Germany. Kleine Idee von mir. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch.
Bitte? Werbung. Wir machen jetzt erstmal Werbung und danach kommt eine, ja, eine Sensation. Ja, dann das kommt mehr schon als mindestens. Mehr als eine Sensation. Und Marc wird gleich zeigen, wie man über zerbrochene Scherben laufen kann, ohne sich weh zu tun. Das alles gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Das Madenbild hat sich aber prächtig entwickelt. Oh, in der Tat. Ja, Wahnsinn. Ja, also. Verkaufst du die auch? Das würde ich dir schenken. Ah, oh, danke schön. Ja. Okay. Kein Problem. Mit Kindern ist das aber lustig. Die zanken sich dann drum. Da muss man sich dann immer was einfallen lassen. Ja, also, ja, das. Ja. So, jetzt. Jetzt du fragst dich schon die ganze Zeit, was ist in dem Glitzer-Einhorn? Was ist in Nee, frage ich mich nicht, aber du wirst mir bestimmt gleich sagen. Da sind meine Handschuhe drin. Ah, also, da sind deine Handschuhe ja, drin. Das ist ganz wichtig. Handschuhe sind immer im Glitzer-Einhorn drin. Das habe ich ganz vergessen. Dass ich Warum schwarz? Weil du bist so ein Grufti-Typ. Ja, so ein bisschen, genau. Und außerdem, die haben auch einen schönen Namen. Die heißen Black Magic. Okay. Also, was auch immer das zu bedeuten hat. Okay. Und das Nächste, was wir machen können, das weiß ich nicht, ob es hier funktioniert. Also die Maden haben wir schon gesehen, das sind die Schmeißfliegenmaden hier. Die sehen vergrößert so aus. Genau. Das ist also, vergrößerte Maden. Ganz wichtig übrigens, das ist vorne. Also da, wo man denkt, das sind die Augen, das ist hinten. Also wenn man denkt, eine Made glotzt einen an, ist das das Hinterende. Das sind die Atemöffnungen. Das spitze Ende ist vorne. Okay, alles so klar. So für den Alltag. Und jetzt probieren wir mal was aus, damit die Kinder... Willst du eine Lupe? Nee. Damit die Kinder auch mal ausprobieren können, was es so für Fliegen gibt, da kommen ja später Fliegen raus, kann man die anlocken, und zwar mit Hundefutter. Das funktioniert normalerweise gut. Ich weiß allerdings nicht, ob es hier funktioniert. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Wir haben hier, es sind hier nicht viele Fliegen drin, glaube ich. Nee, aber die sind in dem Terrarium da drin. Ach, die habe ich extra für, die hab ich extra für euch gezüchtet. Fliegen nerven total, finde ich. Das ist so, boah. Aber das sind welche, die zum Licht fliegen. Es gibt diese grauen Schubenfliegen, die fliegen immer um die Lampe, die nerven. Jetzt tun wir das einfach mal hier rein. Also man muss, viele denken immer, man muss was mit Leichen oder so machen, aber das ist ja Leichengewebe hier. Also kann man das einfach so, da ist noch Gemüse bei. Und jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert oder nicht, müssen wir mal ausprobieren. Okay. Manchmal fliegen die auch einfach nur zum Licht. Du machst jetzt, lässt die Fliegen jetzt hier. Das sind ganz normale Fliegen, sind keine CC-Fliegen oder sonst irgendwas. Nein, das sind ganz normale Schmeißfliegen, die ich hier extra gezüchtet habe. Mal gucken. Aber wahrscheinlich finden die das Licht jetzt hier spannender. Aber wenn man das zu Hause macht, auf dem Balkon für die Kinder. Wie viele Tage fliegen jetzt hier noch rum? Oder haben wir die das ganze Jahr über jetzt hier? Kommt drauf an, ob ihr irgendwie ein Fenster aufmacht. Sobald ihr ein Fenster aufmacht, fliegen die da raus. Also, das ist kein Problem. Die finden das? Das finden die, ja. Licht. Ja, siehst du, ja gut, hier funktioniert es nicht. Hier funktioniert es nicht. Aber ein schönes Hauptsache, wir haben die Fliegen jetzt im Studio. Genau. Ah, schau einen an, hier ist eine draufgeflogen. Ja, okay, drauf von dir draufgeflogen. Genau. So. Sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, man kann viele Sachen auch viel einfacher ausprobieren, als man denkt. Und jetzt kommen wir zum. Das war schon das Hundefutter-Experiment, oder was? Normalerweise, ja, wir können noch ein bisschen warten. Vielleicht kommen noch welche, aber ist ein bisschen zu kalt. Und dann sind die Fliegen da drauf und dann macht man da. Dann sagen wir den Kindern, zählt doch mal, welche Farbe die haben, wie viele Beine die haben. Okay, also messt und zählt doch einfach mal irgendwas. Ja. Und jetzt kommt das Letzte. Ja. Das ist vielleicht am verblüffendsten. Hier sind lauter Glasscherben. Ja. Das sind auch echte Glasscherben. Ja. Warte mal, ich hole mal gerade den Luftballon. Nur damit man das wirklich sieht. Also es geht jetzt nicht um einen faulen Trick. Das ist nicht im Buch drin. Das ist ein Experiment, was nicht im Buch ist. Ja. Willst du zustechen? Den Luftballon zerstechen? Ja, genau. Nur damit man sieht, dass es echt ist. Oder lang kratzen. Oder so. Ja, genau. Also, die sind echt. Ja. Und damit man sieht, dass es wirklich noch echter ist, nehmen wir hier noch so eine Pulle Bier und schlagen die auch nochmal klein. So. So, also damit man es wirklich sieht. Und jetzt kommt was, das ist eben nicht im Kinderbuch, weil ich mir dachte, das heben wir uns mal für dich auf. Ja, okay, ich bin gespannt. Kannst du uns noch mal helfen, bitte? Hier unten ist eine Decke. Kannst du die mal kurz da vorne hinlegen? Ja, du musst die Decke, wir können das zusammen machen. Komm. So. Was ist denn mit den Maden? Oh, die sind Maden. Ja, die wandern jetzt hier durch die Gegend. Macht nix, ne? Ja. Die sind so ganz schön weit gekommen, die eine. Hier, guck mal, da, die ist schon hier vorne. Ja, das ist wie mit Schnecken, das unterschätzt man. Die sind sauschnell, wenn es viele sind und flitzen durch die Gegend. Genau. Schon mal sehr gut. So, und jetzt, ich habe mir die Schuhe... Hast du die Schuhe ausgezogen? Ja, ich habe mir die Schuhe ausgezogen. Willst du die Maden anlocken oder was? So. Hör mal, ich blätter hier die letzte in meiner Lieblingszeitschrift. Hier, der Tätowierer, habe ich abonniert. Ja. Der Tätowierer. Und da finde ich eben als Centerfold in der Mitte, guck mal, wer da ist. Das ist ja du. Das bin ich. Und hier, guck mal, hier der Ring in der Nase. Ja.
Hier. Wo ist der denn? Hast du den rausgemacht? Welcher? Der Ring in der Nase. Ja, habe ich mal drüben draußen. Das können wir nachher noch machen, das können wir irgendwas durchchecken. So, bist du okay. Tätowiert? Du bist, warum nicht? Okay. Möchte ich nicht. So, jetzt machst du was. Jetzt mache ich Folgendes. Ich latsche jetzt mal in das Glas rein und verblüffenderweise passiert gar nichts. Soll ich dich festhalten? Sehr gerne. Ja. Ach Mensch. So, und das ist irgendwie auch sowas, könnte man ausprobieren. Ich weiß nicht, ob man es Kindern empfehlen möchte oder nicht. Aber es ist doch irgendwie merkwürdig. Ne? Also das funktioniert. Und die Erklärung dafür ist einfach, die dürfste Erklärung, dass einfach die ganzen Glasscherben, so, können wir Lust hast, so ineinander rutschen und dann passiert nichts. Würde man vielleicht auch nicht denken, aber kann man also einfach machen. Und vieles, wo die Leute sagen, das ist paranormal, übersinnlich oder musst du deine mentale Energie zusammenziehen, ist totaler Quatsch. Die Glasscherben machen das von selbst. Es müssen nur genug da liegen. Die dürfen auch scharf sein, sieht man ja. Wir haben ja gerade die eine Bierpulle da kaputt gemacht. Okay. Und nur, falls das doch jemand nachmachen will, darf ich noch mal ganz kurz deine Hand haben? Okay. Man muss aufpassen, dass man, wenn man runtergeht, natürlich keine Glasscherbe unterm Fuß hat. Sonst, wenn man eine hat, schneidet man sich natürlich trotzdem. Das ist der Trick dieser Leute, die immer diese Seminare machen. Die legen da Wannen voll mit Scherben hin und latschen alle darüber und sagen, Wahnsinn, der hat das möglich gemacht, dass sie über Scherben latschen. Genau, aber in Wirklichkeit ist das einfach nur, liegen genug Scherben drunter, die sich alle... Ganz genau, das war's. Ja, it's magic. Ja. What? Ja, das war's.